Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Primordia. Und im letzten Part konnten wir ein recht kniffliges Logikrätsel lösen und so einen hitzigen Patentstreit klären, wo es um eine Kaffeemaschine ging. Keine normale Kaffeemaschine, aber eine wandelnde Kaffeemaschine. Und jeder, der eine wandelnde Kaffeemaschine baut, der möchte auch, dass sie nach ihm benannt wird. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Also, ich fände das toll, wenn... Ach, egal. Warum hat noch keiner laufende Kaffeemaschinen gebaut? Das ist doch bestimmt eine gute Idee. Egal, ich rede schon wieder zu viel Unsinn und komm einfach mal nicht voran hier. Ich sollte langsam mal hier Crispin, hilf mir. Ich weiß zwar nicht, ob du eben gepennt hast, aber das haben wir schon erledigt. Gut, Crispin ist auch keine Hilfe heute, das heißt, ich bin auf mich allein gestellt. Oh Mann. Okay, also, was mir im letzten Part, nicht im letzten Part, sondern nach dem letzten Part noch aufgefallen ist, als ich die ganzen Dinger nochmal untersucht habe, wenn man den Burn-Sensor untersucht, passiert Folgendes. The entire thing is fried. Actually, wait a minute. The crystal and plug are still intact. Ja, das ganze Ding wird nochmal aufgeteilt. Please, for the love of RAM and ROM, tell me we are not going to build a third energy sensor. I hope not. Nö, das nicht, aber vielleicht können wir damit auch unsere eigene Kaffeemaschine bauen. Oder Arme für Crispin, wenn wir den Kristall hier reinstecken, ich weiß es nicht. Nein, aber wenn ihr euch erinnert, Leopold wollte diesen verbrannten Energiesensor nicht haben, aber vielleicht kann er ja was mit dem Kristall oder mit dem Anschluss anfangen. Er weiß das schon, vielleicht möchte er auch gerne Kinderlieder hören. Ja, das ist tatsächlich eine Schallplatte mit Kinderliedern, die Leopold an diesen Roboter hier verkauft hat, beziehungsweise getauscht hat gegen ihren Motor, den wir auch noch irgendwie zurückbekommen müssen, um in der Schlange weiter vorzurücken. Ich habe mir überlegt, vielleicht kann man das Ding ja bei uns in der Unique abspielen, weil da haben wir ja auch so einen Schallplattenspieler gehabt oder irgendwas in der Richtung, ne? Muss man mal gucken. So, aber jetzt geht's endlich weiter. Ich muss noch mit dem 100... Ja, ja, ich will mich nicht vordrängeln. Ich will nur mit dir reden. Nein, ich will nur mit dir reden. Alles cool. Alles gut. Ja, wir haben nämlich noch nicht alle Fragen beantwortet. Oder er hat uns noch nicht alle Fragen beantwortet. Das war hier der 187. von dieser Legion, die im Krieg mit Metropol stand. Und der ist jetzt hier beim Gerichtsgebäude, weil er irgendwie denkt, er muss eine Strafe zahlen dafür, dass er das Ganze hier angegriffen hat. Oder zumindest habe ich das so verstanden. Und er ist der einzige Überlebende seiner Legion, mit Ausnahme von dem 113. und Primer. Fragen wir mal, was mit denen passiert ist. What happened to 113th and Primer? After we got to Metropol, we tried to put up a fight, but couldn't do much. They fried 113th, and my rifle's jammed. Primer surrendered on our behalf. After dressing us down, they took all my big guns and sold 113th shell to some scrap dealer. Primer never was the same. He encrypted part of his own logic so he wouldn't have to think about losing the war any longer. Then, he disappeared beneath the city. Ist auch interessant zu wissen, ne? Der Primer, dieser Signalbot, hat sein eigenes Gedächtnis encrypted, um... Man könnte fast sagen, es ist ein psychisches Trauma. Ne? Und das bei Robotern. Ich finde das irgendwie so genial. Wie ist denn der... ja, wie der Krieg geendet ist, wissen wir ja. Metropol hat sie vom Boden gefegt. Beyond that, sir, it's all above my pay grade. Truth is, sir, we never even knew what we were fighting for, let alone what the Metropolitans wanted. So I can't say for certain that Metropol won, but I'm pretty sure Urbani lost, with all the civilians being dead and the army being beaten. Das ist auch irgendwie komisch, ne? Er weiß den Grund nicht. Das ist so wieder dieses typische hirnlose Denken von manchen Soldaten, ne? Hauptsache irgendwie in den Krieg ziehen, aber gar nicht wissen warum. Ich meine, klar, er wurde so gebaut, er wurde so programmiert von wegen, ich muss das jetzt machen, aber er weiß nicht, warum es eigentlich diesen Krieg gab. Vielleicht ging es um Fruchtgummis oder so, ne? Ich meine, es kann alles sein. Naja, egal. Warum willst du eigentlich was bezahlen? Ja, das will ich wirklich mal wissen, warum. Ach so. And how are we gonna do that, boss? I'll figure something out. Wir müssen Geld verdienen. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht setzen wir Crispin den Zylinder auf und dann tanzt er den Moonwalk irgendwo an der Straße und dann kriegen wir vielleicht irgendwie so ein bisschen was zusammen. Ich weiß es nicht. Oder er singt oder... Ich weiß nicht. Oder er sagt, er hat keine Arme mehr und das ist irgendwie so traurig, dass er irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Genau, er sammelt Geld für neue Arme. Du wartest. Sad Robot. Oh, warum bist du denn traurig? What are you doing here? Waiting. For what? My bus. I'm pretty sure the bus isn't coming. It will come. Your bus is a burning wreck about two blocks from here. It will come. I must go home. Metromind will take me home. Wow, da wird man gleich traurig. Was zur Hölle? Warum? Ich
bin auch der Meinung, dass der Bus eventuell nicht kommen wird. Aber wenn er so felsenfest davon überzeugt ist. Ich glaube, der springt gleich, ey, was zur Hölle. Und was ist hier? Ein Schild. Buses run every 10 minutes. 10 is crossed out and 30 is written below it. 30 is crossed out and 60 is written below it. 60 is crossed out and daily is written below it. Achso. Daily minutes? That doesn't make sense. If it makes you feel better, daily is crossed out and surface suspended is written below it. Dann wisst ihr, was da drunter steht? Gezeichnet die Deutsche Bahn wahrscheinlich. Das passt irgendwie sehr gut. Ja, warum bist du denn so traurig? Du wartest. Ja, das ist auf besser Wetter oder was? Ja, ich glaube nicht, dass das kommt. So wie das hier aussieht. Können wir irgendwas... Hier, ich habe einen richtig schicken Zylinder für dich. Warum denn nicht? Ja, du wartest. Auf warme Brötchen. Hier, Kinderlieder. Nee, stimmt. Der ist wahrscheinlich auch mit Kinderliedern nicht mehr zu begeistern. Crispin, red gut auf ihn ein. Oh, komm. Ja. Also ehrlich, Crispin. Hier, Kristall, der leuchtet sogar. Nee. Also das macht mich gerade ein bisschen depressiv. Hier. Nee. Ist hier noch irgendwas anderes zu gebrauchen? Also so wie es aussieht. Nicht wirklich. Ich muss aber dazu nochmal sagen, dass mir diese Hintergründe sehr gut gefallen und auch diese atmosphärische Musik. Allgemein, die Atmosphäre ist einfach so super. Ich habe schon lange nicht mehr. He just seems so hopeless and helpless. Kinda like you did with the conduits. I appreciate your sympathy. Irgendwie finde ich es komisch, ne? Ach, der Typ tut mir ja so leid. Darf ich ihn runterstoßen? Ja, ja. So viel dazu. Irgendwie kann ich da nicht viel weiter machen, ne? Das ist jetzt irgendwie doof. Wenn ihn selbst ein Zylinder nicht mehr glücklich macht, dann kann ja nur was schiefgelaufen sein. Ich glaube, wir müssen einfach den Bus reparieren, damit seine Logik wieder stimmt. Was bist du eigentlich? Bist du R2-D2? Oh, wie süß! Wie süß! Darf ich dich mitnehmen? Und dann lasse ich Crispin hier. Nein, nein. Das kann ich nicht übers Herz bringen. Okay, was ist eigentlich mit... Hatte ich eigentlich schon mal probiert? Was ist eigentlich, wenn ich hier Crispin versuche mit der Lady hier zu verkuppeln? Hey Crispin, why don't you go talk to her? What? No way, boss. She's way out of my league. She's a floating lamp, Crispin. You've never had any trouble with lamps before. Well, I've never had to talk to one before, boss. Just knock them off ledges. I've got no practice. Du hast keine Übung da drin. Ja. Aber wenn man es genau betrachtet, die ist definitiv aus seiner Reichweite. Ja, die hat nämlich drei Augen und nicht zwei, so wie Crispin. Das ist wahrscheinlich da ein Indiz dafür, dass sie irgendwie... ich habe keine Ahnung. So, und Leopold, ne, der ist ja auch irgendwie so... Interessant. Der war vorher nicht da. Der Grey Robe und Oswald sitzt hier mit Rex. Grey Robot. Störgeräusche. Okay, wahrscheinlich zu viel getrunken oder so. Der hat aber auch... Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass ich der Einzige mit zwei Beinen bin, ne? Aber das hat sich gerade widerlegt dadurch, ne? Er hat auch zwei Beine. Aber ich glaube, der ist nicht so intelligent, also... Oder er betrinkt sich, weil sein Job scheiße gelaufen ist. Ich weiß nicht. Rex? Hi. Ich hätte gerne mal Kaffee oder Espresso. Ich glaube, der hört nur auf Oswald. Und sitzt da hier. Good day to you, Horatio. It is always a pleasure to see a machine of such wisdom and refinement. Ja, die Schleimspur wische ich dann später auf. Warum hasst ihr euch beiden so? Ja, das würde ich gerne mal wissen. Why do you and Cornelius hate each other? Firstly, because he is arrogant, incompetent and dishonest. And secondly, because I once loaned him something of great sentimental value to me and he lost it. So why'd you ever like him in the first place? I cannot say. Goodbye. Adieu, adieu. Remember me. Interessant. Also Cornelius müsste irgendwas von ihm haben, was wertvoll war, was er dann verloren hat. Ja. Vielleicht Arme, weil Oswald hat ja auch keine. Der hat nur diesen... Das sieht falsch aus. So, hallo? Excuse me. Hello? I think it's ignoring you, boss. Ja, wäre vielleicht auch besser. So, wir reden jetzt mal mit Leopold. Vielleicht kann der mit den Sachen ein bisschen was anfangen. Genau, du musst mir Gimbals Motor geben. Sofort. You need to give Gimbal back his motor, Leopold. Audrey is the final, Tyro. Told him that before we did the swap. Now my problem, he don't like records. You knew he wasn't looking for a record. Listen, Tyro, I don't know what people want or don't want. They do. Not my job to do Q&A on their faulty logic. You know he's going to sue you, right? Let him try. First off, he can't get into the courthouse any more than you can. Second, what's his case? A deal's a deal.
Ich weiß nicht, irgendwie ist mir dieser Typ komplett unsympathisch. Ich mag's auch nicht, wie der spricht. Yo, Tyro! Amen, Tyro! Oh, ich weiß nicht, das ist irgendwie so... Ach, dann erzähl mir was über dein Legion-Bild, wenn du überhaupt was über ihn weißt. Did you buy an Urbanian robot named 113th Legion build? I've done a lot of trades, Tyro. I can't be expected to keep track of them all. Naja, egal. So. Let me see your stuff. Come take a look. Gucken wir mal, ob wir irgendwas von unserem Inventar hier eintauschen können. Ja, also zumindest ist das, glaube ich, der Motor. Ja. Also er möchte einen größeren Motor, damit wir den wieder haben können. Sowas haben wir aber momentan nicht. Wir haben nur einen Zylinder, wir haben einen Kristall und wir haben einen Anschluss. Aber könnte man daraus irgendwie einen Motor basteln? Höchstens mit sehr viel Fantasie, glaube ich. Ich weiß nicht. Probieren wir erstmal was anderes zu erhandeln. Was ist denn mit der Korba? Shiny? Das könnte definitiv wirklich der Kristall sein. Here you go. A nice shiny crystal. And one heavy iron crowbar for you. Why does that not seem like a great deal? Na, so eine Crowbar kann immer mal sinnvoll sein, ne? Zum Beispiel, wenn ich nervige Sidekicks hauen möchte oder so. A heavy iron crowbar. Ja, das hast du sehr gut erkannt. Unglaubliche Skills hast du. Wenn es um sowas geht. Egal, probieren wir noch was anderes. Let me see your stuff. Come take a look. Vielleicht möchte er den Zylinder ja auch für irgendwas haben, ne? Das wäre meine nächste Möglichkeit gewesen. Probieren wir mal einfach mal aus. Was haben wir denn hier noch? Hier, den. It's not worth trading. Nee, das brauchen wir. Ich glaube, die Batterie. It's not worth trading. Nee, der Zylinder ist eigentlich viel zu toll, ne? Ich meine. Was ist hier? Ein Wasserchip? It's not worth Nein. You wanted something antique and Ach so! Fancy. How about this hat? Fine trade, Tyro. Here's the memory access device. Ach, das Memory Access Device. All you need to do is plug it into the data pouch. But there's no plug. Aber den haben wir doch! Den haben wir doch, Horatio! Denk doch mal nach hier, wir haben doch hier so ein. Wir haben doch da einen Plug, pass mal auf. That was easy. Ah, und jetzt haben wir einen Memory Reader. It's a memory access device that can plug into my data pouch. Dann machen wir das doch mal. Even easier. So, und jetzt? Data. Was hat uns das jetzt gebracht? Glasfinger. Genau, das sind die Sachen, die er wollte, ne? Aber ist ja... Ne? Und die Einkaufsliste haben wir immer noch nicht erledigt, ne? Unglaublich. Das ist eigentlich das Wichtigste im gesamten Spiel. Und wir haben immer noch keine Zwiebeln. Also, können wir das irgendwie benutzen? I need to see what he's offering before I can make a trip. Nee, das bringt uns irgendwie nichts. Moment mal. Ach, hier. Nee, das kann man nicht benutzen. Vielleicht wird das ja später noch wichtig. Lassen wir das erstmal so stehen. Zumindest haben wir jetzt mal eine Crowbar. Ich habe ja schon eine Ahnung, wofür die gut sein soll. Aber erstmal... mit Oswald... Nee, mit Oswald haben wir... Kann man mit Oswald noch reden? I don't have anything to say to him nee, right now. Oswald ist eh... Das Öl? It belongs to Oswald. Das ist doch mir egal. Los, Crispin, schnapp es dir. Ach, du hast ja keine Arme. Naja, ich gehe ja schon. Wo ist deine Mutter? Lässt sie einfach hier. Crispin, was sagst du denn eigentlich zu der Tasche? Crispin? Crispin? Crispin will nicht? Crispin, was hast du eigentlich zu sagen? I've got a feeling I'm gonna regret this, boss. But do you think maybe we should try scrounging in the underworks? Ja, das ist eigentlich auch meine Logik, die ich jetzt verfolgen wollte, indem ich jetzt mit der Brechstange hier das, den Gully aufmache. Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Wunderschön. Wir können endlich in die Underworks. Das hat ja auch lang genug gedauert. Kann ich den Gullideckel mitnehmen? Anscheinend nicht. Okay, Leopold. Haben wir noch irgendwas? Was können wir mit dieser Racket machen? Vielleicht müssen wir dem traurigen Roboter diese Racket vorspielen und dann bekommt er wieder neuen Lebensmut oder... Weiß ich nicht. Ich meine, was muss der getan haben, um dieses Busunglück nicht mitzubekommen? Das muss ja laut gewesen sein. Weiß ich nicht. Irgendwie seltsam. So, wir sind in den Underworks und hier liegen Autos. This vehicle looks more intact than the others. Ach so? Kann ich denn hier... Ich meine, wozu habe ich denn jetzt mit dem Reader das gemacht? Futile. Ne? Futile. Very funny, boss. Ja, ich weiß, ich bin schon ein lustiger Gesell. This vehicle looks more intact than the others. Nee, die Autos, die sind hin. Aber ich denke mal, hier kann man auch irgendwie... Ah ja, hier geht's weiter. Wasser. I don't want that sludge in my joints. Nee, das sieht nicht unbedingt sehr angenehm aus. Oh, was bist du denn? Du bist ein Roboter. Wow.
Now look what I see. The wings of Urbani and his little training. Why is everyone we meet crazy? Das habe ich mich gerade auch gefragt, genau dasselbe. Oh my, oh dear. I assure you, my comrades, there's nothing to fear. Just little lost me, your brother knight errant. A brother in arms, we have different parents. Egal, was sie alle für ein Zeug nehmen, ich will's nicht wissen. Wirklich nicht. Wer bist du? Who are you? My name is my secret. You can't make me talk. I'd ruin my puzzle. Give a key to my lock. Maybe we'll just call you Screwloose. Finde ich gut. Joker, he seems for sure not an ace. He needs a small clue to spare him disgrace. For the crowds who adore me, Prime is my name. By now, no doubt, you've heard of my fame. Ach, Primer. Ach, das ist der Signalbot von dem, genau, das ist der, ah. You're 187's brother. Line up the toy soldiers, 200 abreast. The bravest of brave, the best of the best. Wind up the toy soldiers to march on their way. The city has fallen, no reason to stay. 200 abreast, my sisters and brothers. Now only 3 left. Forget all the others. I guess that's a yes. 50 behind me, he came off the line. The gunner's no fun. For being a brother of mine. Okay, also ist er wirklich bekloppt geworden, nachdem was er mit seinem Gehirn angestellt hat oder mit seinem Prozessor, wie man es nennt. Besort, sage ich dazu nur, nicht wahr? wie hast du es hier unten überlebt? How do you survive down here? I'm a soldier by trade. Legion built me to last. My armor is sturdy, my pistons are fast. I carry no guns, for my weapons, my mind. And those who would kill me will find themselves primed. Really? Don't you think you're overdoing it? I mean, that barely made sense. And it hardly rhymed. No. Bro. Nein! Och. Oh Gott. Die machen mich wahnsinnig. Die machen mich echt wahnsinnig. Warum bist du hier? Why are you here? When we laid down our arms, my medal was taken. Drunken Nirvana from the cause we forsaken. The metropolitan thief cast it deep in this hole, where now it lies buried like bituminous coal. Hogs and gears, bituminous coal. You're looking for a medal? No, my comrade, you've misunderstood. I sit here and wait, as a penitent should. If the medal finds me, I shall claim it straight. But until that day, I shall sit here and wait. Also der will irgendeine Medaille haben. Wofür habe ich schon mal verstanden. Und warum eigentlich Primer? Why Primer? There's nothing so gorgeous, flawless or fine as the perfectly indivisible numbers of Prime. Consider this list 2 to 199. Nicht aufzählen. Er macht's tatsächlich. Ja. Well, that was helpful. Goodbye. Farewell, farewell, linger not for my sake. Your mission is calling. The city awaits. Ich muss weg von diesem Kerl, sonst drehe ich hier noch durch. Ja. Was auch immer, der braucht eine Medaille, so viel habe ich schon mal rausgefunden. Oh. Factor facilities decommissioned. Enter at own risk. Was hat er denn für ein Kondom auf dem Kopf? For now, that thing's ignoring us. Best to keep it that way. Ach so? Und was ist, wenn ich ihn einfach mit der Brechstange erschlage? Ich meine, das ist zwar nicht die netteste Art, aber... I don't want to provoke it. Ja, du bist ja auch eine Pussy. Ja dann, was steht hier auf dem... Factor facilities decommissioned. Enter at own risk. Nee, da möchte ich glaube ich nicht rein, das... Ja, stimmt. Ich gehe mal hier wieder raus. oder war da noch irgendwas anderes? Habe ich noch irgendwas übersehen? Ich guck mal lieber nochmal. Kann ich nicht irgendwas an dem benutzen? Hier, was ist eigentlich mit Crispin? Crispin, flieg mal rüber. Just build me a missile launcher and I'll get right on it. I was thinking you could distract it. Ach so? And then what? Let's stick to missiles. In diesem Fall muss ich ihm zustimmen. Warum ist der denn so... Ich meine, gut, wahrscheinlich ist der Zutritt verboten, aber warum können wir ihn nicht einfach umhauen? Wahrscheinlich... Oh ja, nee, der hat eh größere Probleme. Ich glaube, den lasse ich mal in Ruhe da philosophieren. Ich glaube, Meteomind würde das eh mitbekommen, ne? Und dann wären wir eh am Sack. Wenn ich es mal drastisch ausdrücken soll. Gut, dann gehe ich mal hier runter. Da war ja auch noch ein Exit. Gucken wir uns mal alles mal ein bisschen genau an, bevor ich den Part jetzt beende. Was haben wir denn hier? Den kann doch bestimmt Crispin aktivieren, diesen Schalter da.
Crispin, can you try typing something into that keypad? If by typing you mean ramming my face, then yes, boss, I suppose I can. Ja, Face Rollen, ne? Das funktioniert auch bei diesem Spiel. Ach, verdammt, ja. Hätte ich eigentlich mit rechnen müssen, oder? 1, 3, 3, 7. Oh, es gehen nur drei Zahlen, okay. Nee, natürlich funktioniert das nicht. Okay, gut. Dann, da sitzt doch einer auf dem Kran, oder? Sing. Crispin. Boss, I'm not in the business of flying over to spooky islands just to investigate things that you're curious about. But it might be a killer robot with a grudge against witty sidekicks. I was going to say helpful. Kannst du einfach behaupten, ich bin der Sidekick. Dann hast du das schon mal aus dem Weg. Naja, egal. Ich würde sagen, bevor wir uns hier weiter in den Underworks umsehen, mache ich jetzt hier erstmal wieder einen Schnitt und werde mir bis zum nächsten Part mal überlegen, was man hier noch tun könnte. Eventuell noch so ein paar Hinweise sammeln. Das möchte ich sowieso mal so ein bisschen machen, immer so ein bisschen überlegen, damit das sich nicht zu sehr hinzieht. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Part von Primordia. Und ist das eigentlich eine Primzahl dann? Ich weiß es nicht. Egal, bis zum nächsten Part.